Ja, hallo zusammen. Es gibt derzeit so viele Themen, über die man sprechen könnte, dass man eine Auswahl treffen muss. Gestern haben wir uns zusammengesetzt und über die Flutkatastrophe und deren politische Implikationen und Folgen gesprochen. Derzeit gehen Nachrichten rum, dass man seitens der Polizei versucht, die Helfer zu kriminalisieren. Man spricht quasi von Rechtsextremisten, die sich aus politischen Gründen hier quasi Hilfestellung auf die eigene Fahne schreiben wollen. Dann hört man aus Großbritannien in Bezug auf die Corona-Maßnahmen, dass angeblich hohe Politiker der Meinung sind, dass sie überzogen sind und dass sie das im Grunde genommen ganz bewusst getan haben, auch Masken und ähnliche Geschichten anzuordnen, um die Leute zu disziplinieren. Ich möchte heute einen persönlichen Eindruck, ein Erlebnis von gestern ausführen, das für vieles steht. Ich war in einem Möbelhaus. Ich habe die Kinder zum Schwimmunterricht gebracht und da der nicht wie gewohnt bei uns um die Ecke stattfindet, sondern etwas entfernt, begleite ich sie dorthin und habe dann ungefähr eine Stunde Zeit, etwas zu tun. Und da ist ein Möbelhaus nicht weit und da habe ich einmal reingeschaut. Ich war ein wenig erschrocken. Es war Feierabendszeit. Normalerweise sind diese Häuser um diese Zeit gefüllt. Ich habe Bilder mitgebracht, beziehungsweise eins blende ich hier ein. Da kann man sich ein Bild machen. Gähnende Leere. Auf allen Stockwerken im Grunde nichts los. Fast könnte man sagen, mehr Angestellte als Kunden. Und das in einem wirklich nicht gerade kleinen Gelände, das irgendwie auch finanziert werden möchte. Ein großes Schild am Eingang verspricht 80-prozentige Ermäßigung, weil, so steht es dort, die Lager angeblich voll seien. Das muss man sich auch einfach mal vorstellen. 80% Ermäßigung. Es gab eine Baumarktkette Praktiker, die wegen 25% Ermäßigung dauerhaft auf alles Mögliche, außer Tiernahrung, das ist sehr bekannt, ja, bankrott anmelden musste. Und hier gibt man 80% Ermäßigung, um Kunden zu locken und es kommt keiner. Ich glaube, was man bei weitem unterschätzt, das ist auch der soziale Aspekt des Shoppens. Das Möbelhaus hat ein großes Kinderparadies. Es hat draußen ein Karussell. Es hat verschiedene Freizeitmöglichkeiten für Kinder, so dass es für Eltern auch bei schlechtem Wetter, auch bei uns, hin und wieder mal so war, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt mal in dieses Möbelhaus und dann geht man da mittags essen und kann die Kinder so ein bisschen beschäftigen und nebenbei nimmt man einiges so an Krusch mit Haushaltswaren, die man da so findet und ein paar Anregungen für die Wohnung. Irgendwas fällt dann immer an, was man da eben dann auch noch mitnimmt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Prozentsatz auch von dem, was dort dann Umsatz erwirtschaftet wird. Es sind nicht nur die Leute, die die Küchen kaufen. Und wer hat Lust, mit einer FFP2-Maske da zu schlendern und sich einen Nachmittag zu verbringen? Zu hat sowieso alles. Also um 16:30 Uhr hat schon das Lokal zugemacht und draußen die Imbissstuben waren auch zu. Ist klar, lohnt sich natürlich alles nicht. Und ich denke, darunter leiden natürlich sehr viele. Ich vermute, dass Firmen in dieser Größenordnung nach wie vor noch Unterstützung bekommen und auch bekommen haben, auch wenn es zurzeit keinen Lockdown gibt. Ich weiß nicht genau, wovon die leben. Aber es wird ganz sicher so sein, dass wenn erst einmal die Wahlen rum sind, wenn das Sommerloch vorbei ist, dass wir dann erst merken, was uns alles ja um die Ohren fliegt, könnte man sagen. Und derweil spricht man jetzt von dem Klimalockdown und von den nächsten Einschränkungen, während andere eben zugeben, dass die Maßnahmen überzogen waren und im demokratischen Rahmen eigentlich überhaupt nicht zulässig sind. Und ich bin nach wie vor der Meinung, es gehört bei den Gerichten und auch in der Exekutive, Legislative von mir aus auch, also bei allen drei Gewalten, Exekutive, Legislative und Judikative, genau, also bei denen gehört einfach auch mal genau hingesehen, wer hat sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entsprechend gerecht verhalten, wer hat eventuell
berechtigte Anliegen von Klägern, von Bürgerinitiativen abgeschmettert. Wer geht hin und diffamiert freiwillige Helfer in einem Katastrophengebiet, dort, wo staatliche Hilfe absolut versagt? Und wer sind die Drahtzieher, auch international, hinter diesem ganzen Geschehen? Und dann erwarte ich, dass das auch angemessen juristisches Nachspiel hat. Da ist für mich kein Spielraum mehr für Verantwortung nehmen, also mit Abfindung in Rente. Ich sehe hier wirklich mittlerweile einen Punkt erreicht. Ich spüre auch in mir selber ein so eigentlich ungeahntes oder ja, Aggressionspotenzial. Das muss man schon sagen. Ich werde richtig ärgerlich, wenn ich sehe, wie hier skrupellos und rücksichtslos alles an die Wand gefahren wird und die Leute sich dann so schön hinstellen, grinsen und sagen, ja, wir müssen ja aus Gesundheitsgründen und für dies und für das und so weiter und jetzt fürs Klima und irgendwie sich da hinstellen, als wären das moralische Menschen. Die haben mit Ethik und Moral überhaupt gar nichts zu tun. Das sind genau die Leute, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Das sind die Leute, wo ich meinen Kindern sage, passt's auf, pflegt's keinen Umgang mit ihnen, haltet euch, wenn irgend möglich, vor solchen Leuten fern. Und ja, sie haben sich Regierungsposten erschlichen. Anders kann man das nicht sagen. Ich meine, es heißt immer, man hätte das gewählt oder so. Wahlen sind Ergebnisse von Massenmanipulationen und das mittlerweile schon seit langer, langer Zeit, auch wenn das nicht so genannt wird. Aber es werden Bedürfnisse geweckt. Das ist genau dasselbe wie eben auch in der Wirtschaft. Und dann werden diese Bedürfnisse befriedigt. Das heißt also, man stellt ein Angebot zur Verfügung, man wirbt für dieses Angebot und dann sieht man, dass die Wählerschichten oder die Käuferschichten auf diese entsprechenden Angebote zuströmen. Und das sind Manipulationsmechanismen. Da geht keiner hin und fragt, was die Leute tatsächlich wollen. Jeder behauptet, dass seine Meinung die ist, die entweder die vernünftige ist und die der gesunde Menschenverstand und deswegen eigentlich alle gutwilligen Leute unterstützen würden. Oder wenn er das nicht sagt, dann ist es, wenn er weiß, dass es eine Minderheitsmeinung ist, dann ist es wenigstens die richtige. Darin unterscheidet sich ja letzten Endes niemand. Die Frage ist nur, was kommt letzten Endes dabei raus? Keine Hilfe in Katastrophensituationen, ganz offensichtlich jetzt Diffamierung der Helfer auf der anderen Seite und ein absolutes an die Wand fahren der Wirtschaft. Und da ist einfach irgendwo ein physikalischer Boden einmal erreicht. Das Ganze fährt an die Wand und wir merken das dann, dass wir eben keine Warenverfügbarkeit mehr haben wie früher, dass die Inflation dann eben auch entsprechend in die Höhe steigt und dass wir eben von unserem gewohnten Luxus Abstriche machen und zwar nicht, damit es anderen besser geht. Das wäre ja noch einzusehen, dass man sagt, wir verzichten, damit es eben in den Schwellenländern oder so etwas besser bergauf geht. Nein, ganz im Gegenteil. Unser Verzicht hat Auswirkungen in den Schwellenländern, die noch ein Vielfaches unseren Verzicht übersteigen. Dort wird gehungert. Dort sind diese Maßnahmen noch viel, viel stärker am Menschen und noch viel, viel verursachen größeres Elend als bei uns. Und was bei uns noch kommt, das ist gar nicht abzusehen. Also, das sind nochmal meine Eindrücke, die ich gestern mitgenommen habe, einfach nur bei dem Besuch eines Möbelhauses. Und ich war entsetzt, als ich da gestern nach Hause kam. Und ich bin es eigentlich noch. Also wenn ich sehe, wie leer es in diesem Foyer, in diesem großen Atrium, könnte man es nennen, ist. Also man kann da bei zwei Etagen runtersehen auf eine große Verkaufsfläche, die eigentlich voll ist mit Leuten. Ja. Und nicht sehr viel anders sieht es eben anderswo in den großen Verkaufshäusern und Malls auch aus. Die Leute machen das absolut Notwendigste und da mag man mir keiner sagen, dass die Maske in irgendeiner Weise etwas rechtfertigen würde. Sie macht krank und sie macht die Wirtschaft kaputt. Weil die Leute mögen zwar mit dem Mund sagen, ja, das ist wichtig und das ist gut und plappern da natürlich vieles nach, aber sie stimmen mit den Füßen ab, indem sie nämlich da nicht mehr hingehen, wo sie sie tragen müssen, in einer ganz großen Zahl. Auch wenn es ein paar Unverbesserliche gibt, die sie überall auf der Straße tragen und die diese ganzen Maßnahmen toll finden und die sich super sicher fühlen und in guten Händen, gibt es sicherlich auch alles, aber die sind nicht diejenigen, die hier dieses Land prägen. Das sind Leute, ja, auf deren Bekanntheit
ich bekanntschaftlich auch ganz gerne verzichten würde. Ja, leider, trotz gutem Wetter, auch wenn es sich am Wochenende wieder ein bisschen eintrüben soll, keine wirklich positiven Ansichten. Ich habe ja letzte Woche, jetzt habe ich ein bisschen was versucht darzustellen, warum man am Menschen nicht verzweifeln soll, warum es grundsätzlich sinnvoll ist, eben nicht in eine Misanthropie zu verfallen. Aber das fällt schwer. Also mir gelingt es im Augenblick vor allem dadurch, indem ich mir sage, es ist eine kleine Minderheit, die hier tonangebend ist, die diesen Karren an die Wand fährt. Und es gibt eine große Menge von Leuten, die sich instrumentalisieren lassen, die aber auch ein anderes Potenzial hätten. Und es lohnt sich meines Erachtens durchaus dafür zu kämpfen, dass man den Einfluss dieser Schädlinge auf die Gesellschaft verringert, weil man mit dieser Gesellschaft durchaus auch etwas Positives erreichen kann. Auch das sieht man eben, wenn unverdrossen Leute trotz Mobbings helfen, sehr viel Eigeninitiative, eigenes Kapital einbringen und wenn sie wirklich irgendwo im humanitären, im besten menschlichen Sinne eben zur Verfügung stehen. Das gibt es alles, aber es gibt es zunehmend weniger in Politik und Medien. Ich würde fast sagen, da gibt es es nicht. Jemand, der mir persönlich sagte, ist von Beruf Politiker in irgendeiner der großen Parteien, dann würde ich sagen, okay, moralisch möchte ich mit dem nichts zu tun haben. So weiß ich, bin ich, sind wir, weiß ich nicht. Ja, bin wieder ins Reden gekommen. Wer es bis hierhin ausgehalten hat, alles Gute und bis zum nächsten Mal.